Hallo und willkommen zu Frucht, zu meinem kleinen Singleplayer-Projekt auf Schwer, auf der kleinen Bergland. Wir sind bei Nummer 3 und mittlerweile, ja, wir haben schon den Nachmittag erreicht. Ich habe etliche Ernteaufträge gemacht, ein bisschen Geld in die Kasse schon mal reingespült. Ja, auf Schwer ist der Ertrag halt jetzt nicht so riesig und auch das Geld, was bei den Aufträgen rauskommt, ist jetzt nicht so doll. Ja, ich muss mal gucken, wie viele Felder ich jetzt noch abernten werde. Aber ich würde sagen, wir springen mal, wenn ich den richtigen Knopf drücke, direkt ins Spiel rein. Und dann kann ich euch schon mal zeigen, was denn der heutige Ingame-Tag schon so an Geld gebracht hat. Ja, 756.000 für die neuen Fahrzeuge, ne? Drescher mit Schneidwerk und Schneidwerkswagen, Trecker, Frontgewicht, Anhänger waren 756.900 weg. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, denn damit habe ich mein eigenes Equipment und muss mir nichts leihen. Ja, die ganzen Fahrzeuge, die ich schon mit dem schweren Spielstand bekommen habe, die haben wir ja verkauft. 658.499 Euro haben die gebracht, ne? Haben wir schon mal auf jeden Fall eine kleine Differenz. Landkauf, ja, den Hof haben wir direkt schon mal gekauft. Das Problem ist natürlich, der verursacht unter Umständen Kosten. Und ja, da ist immer noch die Überlegung, ob ich mir vielleicht doch noch ein paar Solarpaneele hinstelle, um da die Kosten noch so ein bisschen zu deckeln. Aber ja, dazu muss ich glaube ich erstmal die 100.000 erreicht haben und ja, wir schauen mal. So, Einnahmen aus den Ernteverkäufen, 9.500, ist jetzt nicht viel, aber immerhin etwas. Lohndienstleistungen, ja, fast 31.000, ist jetzt auch nicht besonders viel. Ja, wie gesagt, auf Schwer, ne, kriegt man halt nicht ganz so viel Geld. Ja, und 2 Euro Lohnzahlung, ja, kommt davon, wenn man dicke Finger hat und die falsche Taste trifft. Da habe ich mal den Helfer für wenige Minuten aus Versehen fahren lassen und ja, waren direkt mal 2 Euro weg. Also von daher, ja, wir haben auch noch, wie ich gerade sehe, einen Kredit. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Das heißt, die 200.000 müssen auch noch weg. 100.000 sind aktuell auf der Uhr. Ich werde jetzt aber erstmal kein Geld für den Kredit ausgeben, um den zurückzubezahlen. Sondern werde mich erstmal wieder in den Drescher schwingen und hier dementsprechend das Feld jetzt fertig machen. Also es waren, jetzt muss ich gerade mal gucken, es waren 3, 6, 9, das ist jetzt mein 10. Feld, was ich ernte tatsächlich. Ja, doch, ist schon ein bisschen was auf jeden Fall passiert. Ja, werden wir mal hier schön weitermachen, ne? Direkt schon mal Rohr ausfahren, kann der Abfahrer nämlich auch schon mal wieder hier rangetüttelt kommen und kann uns schon mal wieder abtanken. Ja, die Feldformen sind auch sehr interessant, habe ich wieder mal festgestellt, ne? Mit dieser Ecke hier oben. Ich befinde mich jetzt hier unten irgendwo auf den Bahnen. Also von daher, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Und mit Blick auf die Uhr, 3:30 in-game. Ja, bis maximal 18 Uhr ist eigentlich so, ja, habe ich mir so ein Ziel gesetzt, dass bis dahin dann die Feldarbeiten abgeschlossen sind. Ja, aber hier sind noch, hier wären noch 4 Erntefelder. Problem ist, ich werde mit dem Drescher zwischendurch wohl mal tanken fahren müssen, wenn ich so den Tankstand da unten angucke. Ja, aber erstmal werden wir noch ein paar Bahnen ziehen, ne? Ja, dann sind wir beim Thema Autodrive. Fahrsilos, Durchfahrsilos haben wir festgestellt, gibt es einen kleinen Fehler, der sich eingeschlichen hat. Werden wir mit der nächsten Version auf jeden Fall fixen. Cosplay hat auch schon wieder ein neues Update rausgegeben für die Leute, die mit dem neuen Göweil DLC spielen und mit Cosplay. Ja, solltet euch das Update auf jeden Fall ziehen. Habe ich heute Morgen gesehen. Die sind da auch schon sehr fleißig. Weil ich Kollege mag es nicht rankommen. Achso, ja, ist klar, weil ich habe die 90% überschritten und dann kommt der ARD-Fahrer natürlich nicht mehr ran. Deswegen werden wir jetzt gleich mal eben schnell hier am Ende der Bahn stehen bleiben und dann lassen wir uns abtanken und dann kann ich die nächsten 2 Bahnen fahren. Ja, und dann ist der Abfahrer auch wieder an der Stelle zufrieden. So, und damit sind wir jetzt voll. Da kommt der Kollege hier ran. Ja, dann ein Hinweis zu meiner Modliste. Alles, was ich so nutze, ist natürlich in der Modliste drin. Die Map selber benötigt auch einige Mods. Die müsst ihr euch dementsprechend natürlich runterladen. Ich bin darauf angesprochen worden wegen meinem Modpack. Das ist mein privates Modpack, das werde ich auch so nicht rausgeben. Im Endeffekt sind es die Vanilla-Fahrzeuge und ich habe lediglich die Farben ausgetauscht. Alle anderen Mods, die ich für mich angepasst habe, darf ich natürlich nicht veröffentlichen, weil sonst wäre es ja wieder Modklau und das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber alle Mods, die ich nutze, findet ihr auf meiner Homepage. Könnte sein, dass vielleicht der ein oder andere Mod fehlt. Ja, und auch hier nochmal der Hinweis, leider gibt es einige Mods nur auf Modhoster. Finde ich persönlich sehr unschön aufgrund der Geschichte mit Modhoster, die ich jetzt auch selber erlebt habe. Ne? Sie klauen einfach die Download-Dateien, also die ZIP-Dateien und bieten sie auf ihrem eigenen Server an. Ja, ist nicht so schön.
ist ein bisschen Disrespect an gegenüber den Moddern und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Leider gibt es einige Modder, die ihre Mods immer noch nur da anbieten. Warum auch immer. Sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Es ist noch viel zu tun. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange das hier noch dauert. Vor allem da oben die Ecke wird mit Sicherheit interessant werden. Vor allem bin ich mal gespannt, wie lange jetzt der Abfahrer wieder braucht, bis er denn dann auch wieder da ist. Also ja, ich glaube, es wird irgendwann Zeit, auf jeden Fall einen zweiten Abfahrer zu holen, weil einige Strecken sind dann doch relativ weit. Warte mal, wo sind wir? Auf Feld 74 und wir müssen zur BD Mühle. 74, ja gut, das ist ja auch so ein ganz unschöner Fehler mit dem Gras. Ja, alles, was Gras gemalt ist auf der Karte, wird dann auch als erntereif angezeigt. Nicht besonders schön, aber ist leider so. 74 und BD Mühle müsste... Ich habe gar keine Ahnung, wo die BD Mühle ist. Aber ja, müssen wir gleich mal in den Abfahrer reinspringen. Also teilweise sind die so, ja, 4, 5, 6 Minuten unterwegs. Wie gut, dass ich den nicht so einen kleinen Trecher genommen habe. Dann wäre der nämlich ratzfatz voll und ich müsste minutenlang jedes Mal warten, bis der Abfahrer wieder da ist. Ja, dann maximal 3 Aufträge gleichzeitig, hatte ich ja auch gesagt. Mehr nehme ich dann an der Stelle nicht an. Das heißt, ich könnte jetzt vielleicht noch zwischendurch mir hier so Geräte leihen für zum Beispiel die Grubberaufträge und die dann dementsprechend mit Cosplay machen lassen oder hier flügen. Allerdings flügen mit so einem Gerät ist jetzt nicht unbedingt schön. Aber Grubberaufträge könnte ich natürlich zwischenzeitlich machen lassen. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Auftrag nehme, Baum. Einmal Zurückmarsch. So. Jetzt sind wir wieder in der richtigen Spur. Wenn ich jetzt gucke, ja. Profit pro Minute 182 Euro, das ist natürlich nicht schlecht, aber. Wir müssen von den 4.500 Euro nochmal 970 Euro Leihgebühr abziehen. Ja, das heißt 3.600 Euro und ein paar zerquetschte bleiben dann über. Ja, bei den anderen Aufträgen sieht es ähnlich aus. Also ungefähr zwischen 500 und 900 Euro. Oh, 1.200 Euro ja, Leihgebühr. Ja. Schwierig, schwierig, wirklich schwierig. Aber ich denke, die werde ich auch noch annehmen. Ich werde aber auch bestimmt noch die Grubber- oder Flügeaufträge für die abgeernteten Felder bekommen. Wie gesagt, das waren jetzt 9 Felder, die ich abgeerntet habe. Ich weiß gar nicht, müsste ich mal vergleichen. Ich habe zum Glück mir eine Liste gemacht, welche Felder ich gemacht habe. So, Feld 2 hatte ich abgeerntet, genau. Ist interessant, der Grubberauftrag bringt das gleiche Geld wie der Ernteauftrag, nämlich 2.429 Euro. Feld 15 hatte ich nicht, 16 nicht. Doch, 16 hatte ich auch. Ja. Auch hier Ernteauftrag 5.423 Euro. Grober Auftrag 1 zu 1 das gleiche. Das heißt, Grubbern bringt genauso viel wie der Ernteauftrag, außer dass ich für den Überschuss an Ernte dementsprechend noch ein bisschen Geld kriege. Oh. So, nächste Bahn. Dann gucken wir einmal. Ja, was sagt er? Fast 6 Minuten Fahrzeit. Ja, jetzt müssen wir noch die Ampeln mit dazu rechnen. Das heißt, er ist frühestens in 12 Minuten wieder da. Ja, und mein Drescher ist gleich schon wieder voll. Sprich, in der Zeit werde ich auf jeden Fall mir dann doch mal ein paar grobe Aufträge, glaube ich, greifen. Und die dann mit Cosplay dementsprechend fahren lassen. Aber machen wir eben den Drescher voll hier. Ja, ich habe ja dieses Drescher-Stopp-Skript drin. Das heißt, wenn der voll ist, hält er automatisch an und fährt das Rohr aus. Ja, also ich muss jetzt hier an der Stelle nichts machen und dann macht es gleich plopp. Ja, und dann steht er und das Rohr ist offen. So, fahren wir den natürlich nur aus der Frucht raus hier. Damit der Abfahrer, wenn er denn dann gleich irgendwann wieder mal im Feld ist, da keine Probleme hat. So, zum Spritsparen machen wir auch ganz wichtig Motor aus. So, und dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Feld 66, Grubbern.
66. Wer sich über die Symbole übrigens wundert, ne? Better Contracts kann ich nur empfehlen. Feld 66, Grubbern wäre dieses hier. Ja, ich glaube, das nehmen wir schon mal an. Aber mit Fahrzeuglein, denn ich habe keinen Grubber. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt einen kaufen, deswegen machen wir jetzt hier einfach mal Geräte ausleihen. Ja, wer braucht noch 4,5 Minuten zum Abladen? Oh, ein New Holland mit Ketten. Oh, jetzt kommt auch noch der Speicherfritz dazwischen. Und nein, das ist nicht auf dem Server, sondern das ist der Mod Safe Gamer. Ne, Game Safer. Game Safer heißt er, glaube ich. Findet er natürlich auch bei mir in der Modliste. Für Singleplayer ganz schön, weil er wirklich dann auch den eingestellten Speicherintervall einhält. Warum hat er eigentlich jetzt ein babyblaues Frontgewicht anstatt eins in New Holland blau? Man weiß es nicht. So, dann werden wir den hier mal schön einstellen. Feld 66, jawohl. Und dann bitte einmal einen Job erstellen. Und zwar beginnend auf dieser Position. Ja, wir nehmen mal ein bisschen überlappend, ne? Die Felder sind ja alle nicht gerade besonders freundlich, was das angeht. Probieren wir es mit Schaf. Wobei, so viele scharfe Ecken gibt es gar nicht. Ich glaube, nur eine, ob die hier unten erkannt wird. Hm. Wir machen mal 10% Überlappung auf den Vorgewendebahnen. Ja, weil er so klein ist, machen wir auch mal eine Reihe überspringen. Und Feldgrenze darf er ruhig mal um 0,4 Meter überschreiten. Und dann haben wir hier einen schönen Kurs. Zack. Und einmal bitte am ersten Wegpunkt anfangen. Und ja, eine Option, die ich bei mir immer einstelle für Cosplay, Gerät spät anheben und früh absenken. Ja, zumindest bei Grubbern, Flügen etc. macht das auf jeden Fall Sinn. So, Kollege, dann viel Spaß und Abfahrt. So, was haben wir noch an Aufträgen? Vielleicht können wir noch einen zweiten mit dabei nehmen. Denn mehr als drei Aufträge gleichzeitig mache ich nicht. So, was haben wir hier noch? Der war noch sehr gut, aber sehr hohe Leihgebühr. Feld 64 ist auch da oben in der Ecke. Können wir auch nehmen. Dann nehmen wir auch noch Feld 64 und leihen uns die Geräte da auch noch aus. Jawohl, auch ausleihen. So. Dann haben wir jetzt hier einen Valtra. Und interessant, wir haben kein Frontgewicht diesmal dabei. Kein Frontgewicht, aber trotzdem selber Leihpreis wie für den New Holland. Wow. Ja. Okay. Die Frage ist, warum backt er jetzt hier runter? Liegt das jetzt am Grubber oder wirklich am New Holland? Mal gucken. Der Grubber hier irgendwie in den Boden gebackt ist. Wieso kann ich den nicht anheben? Ja, das ist super. Das ist jetzt total toll. Gucken, wenn ich den anhebe, kann ich den Trecker vielleicht... Nein. Ja. Super. Das ist natürlich... Ah, jetzt, jetzt. Oh, Glück gehabt. So, dann fällt... 64. Und auch hier natürlich einen schönen Kurs. Startend dort. 0,4 Meter drüber. Auch hier haben wir nur 6 Meter. Machen wir 5,90. Wir machen 4 Vorgewände. Bitte in scharf mit 10% Überlappung. Eine Reihe überspringen. Generieren. Erster Wegpunkt und zack. Cosplay aktivieren und Abfahrt. So, noch unser Abfahrer. Ja, der braucht noch eine Minute. Also bisher, toi toi toi, keine Unfälle gehabt irgendwie mit dem ganzen KI-Verkehr. Keine Probleme gehabt mit irgendwelchen Ampeln, außer dass sie ständig rot sind. Einmal Rotphase, immer Rotphase. Aber ne, Realismus pur. Wo
gucken wir mal. Ja, das Feld werden wir hier gleich machen mit dem anderen. Mit dem Valtra ohne Frontgewicht. Mal gucken, dass der das hier korrekt handhabt. Also auch nochmal schöne Überprüfung meiner Kurse. Ich meine, ich habe natürlich meine Testkolonne hier drüber gejagt. Über sämtliche Kurse. Na gut, hier sind so ein paar lustige Löcher im Feld. Er klappt auf jeden Fall schon mal aus. Das sieht auch gut aus. So, den hat man ja anders eingestellt von wegen, ne? Früh absenken und spät heben. So, und dann ist der Kollege schon mal unterwegs. Ja, und ausreichend Power scheint er auch zu haben. Also wir kommen schön auf die 18 km/h. Das sieht schon mal gut aus. Achso, bei dem können wir das dann auch noch einstellen. Wo ist denn jetzt? Da. Spät anheben und früh absenken, damit er auf jeden Fall das Ganze so passend hinbekommt. Wird blockiert. Okay. Ja, das ist ein Problem. Da werden wir, glaube ich, werde ich immer wieder drauf stoßen. Büsche mit Kollision am Feldrand. Er möchte hier natürlich, das ist der Nachteil von diesem früh anheben und spät senken, wenn er dann irgendwie in die Ecken reinfahren soll. Müsste er eigentlich ja dann dementsprechend auch über den Feldrand hinaus. Und da stehen halt gerne mal lustige Büsche mit Kollision. Ich glaube, wenn ich irgendwann Felder kaufen sollte und ich stelle solche Probleme fest, werde ich zumindest in den Ecken die Büsche wegholzen. So, er ist jetzt auch angekommen. Ja, einer dieser Zielpunkte. Als ich die Kurse eingefahren habe, standen da noch Büsche mit Kollision und lustige Bäume im Weg. Dadurch, dass hier immer noch Büsche stehen, ja, diese Kollision bleibt leider. So, machen wir mal die hellblaue Linie an. Wer es bei Courseplay noch nicht kennt, ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, euch die Linien anzuzeigen. Ja, einmal das graue Auge heißt, ihr seht gar keine Courseplay-Linien. Dann das gelbe Auge heißt, ihr seht nur den Startpunkt und den Zielpunkt. Und hellblaue Linie heißt, ihr seht einen Teil der Punkte. Und zwar ein paar nach hinten und ein paar mehr nach vorne. Und wenn ihr das grüne Auge dann habt, ja, jetzt sieht man es hier wieder, früh senken und spät anheben führt dazu, dass er über den Feldrand rausfährt. Ja, und grün heißt halt, ihr seht halt das komplette Streckennetz. Für Leute, die nicht gerade unbedingt die besten Rechner haben, ne, lohnt sich das auf jeden Fall. So, da wird der nächste Kollege in irgendeiner Kurve blockiert. Ja, weil auch hier haben wir natürlich wieder einen Busch. So, ich glaube, das wird aber bloß auf der ersten Vorgewendebahn jetzt hier ein Problem sein. Wenn wir die dann durch haben, kann ich die, glaube ich, auch wieder vollkommen unbeobachtet fahren lassen. Und es ist auch bloß bei den scharfen, also wenn man ein scharfes Vorgewende macht und wirklich solche Ecken hat, dann ist das, glaube ich, ein Problem. Ansonsten, ja, wie man sieht, hier, er zieht schön. Ja, wobei er schafft es nur mit 15 km/h. So, was macht unser Abfahrer? So, auf dem Rückweg haben wir noch 2 Minuten Zeit. Können wir noch hier. So, er geht jetzt auf jeden Fall gleich auf die zweite Vorgewendebahn. Und dann sieht das schon mal gut aus. Sollte er auf jeden Fall jetzt da keine Probleme mehr in den Ecken haben. Ja, er scheint hier ein bisschen schwach auf der Brust zu sein. Kein Frontgewicht, heißt auch kein passender Anpressdruck.
Ist das eigentlich der gleiche Gruber, den der andere Kollege hat? Nee, ne? Oder? Doch. Ist der gleiche, weil wie man sieht, der Waldra, ja, dem fehlt entweder ein bisschen die Power oder zumindest der Anpressdruck. Hier ist auf jeden Fall kein Hügel, wo er jetzt hier gerade rauffahren müsste, dass er so langsam zieht. Der braucht immer noch eine Minute. Ja, und jetzt schafft er es auch hier mit den scharfen Ecken. Können wir an der Stelle jetzt so laufen lassen. Na, er könnte jetzt Glück haben da vorne in der Ecke. Da steht nämlich kein Busch, kein Baum. Genau, und dann kann er nämlich jetzt hier problemlos drüber ziehen. Und kann dann jetzt auch problemlos wenden. Mal gucken, halten die Autos alle an? Jawohl. So ist's brav. Schön mit ausreichend Sicherheitsabstand. Aber ist nicht real. Oh, er ist wieder da. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich lasse die jetzt hier mal ihre Arbeit machen. Wettert fällt jetzt noch fertig ernten. Und ja, wenn wir dann soweit fertig sind, sehen wir uns gleich wieder. Machen wir eine kurze Pause, einen kurzen Zeitsprung. Bis gleich. Wenn ich jetzt die passende Taste finde. Ja, schon lange keine Videos mehr aufgenommen. Aber jetzt. So, die Grubberaufträge sind erledigt. Und jetzt müssen wir auch noch einmal den Drescher abtanken. Dann werden wir den noch tanken fahren. Ja, Tankanzeige da unten. Das ist, ja. Wo ist denn mein Abfahrer? Der ist ja noch unterwegs. Nee. Musst du doch eigentlich hier irgendwo stehen. Ah, da kommt er. Ja, und dann haben wir den heutigen Ingame-Tag eigentlich auch schon abgeschlossen. Denn die restlichen Aufträge, das sind jetzt nochmal 11.000, die wir nochmal kriegen. Plus das, was wir an Überschuss verkaufen können. Ich werde jetzt erstmal alles verkaufen, ne? 200.000 Kredit. Ja, die wollen auch erstmal abbezahlt werden. Und das sind hier alles, ja, sehr, sehr kleine Aufträge. Raps, Weizen, Hafer. Nochmal Raps. Ja, und Speichervorgang. Ja, dann haben wir hier noch drei kleine Grubberaufträge, die sich jetzt auch nicht wirklich lohnen. Wenn ich jetzt einen eigenen Grubber hätte, könnte ich mir das vielleicht noch überlegen. Aber ja, von 2.400 Euro sind 500 Euro direkt mal Leihgebühren oder 1.100 nochmal 237 Euro. Nee, muss ich mir jetzt an der Stelle nicht antun. Von daher jetzt nochmal abtanken. Die restlichen 7000 Liter dann in den Anhänger, dann kann der abliefern fahren, dann können wir den Auftrag nämlich auch abschließen und dann werden wir auch den Ingame-Tag beenden und ja, mal gucken, ob ich jetzt schon dementsprechend vorschlafe oder vielleicht auch erst in der nächsten Folge. Da bin ich mal gespannt, was so an Kosten nebenbei noch auf mich zugekommen ist. Bis jetzt steht noch nichts hier drin in der Liste an zusätzlichen Betriebskosten für Hallen oder sonst irgendwas. So, Kollege, dann. Aber dann darfst du auch nachher auf den Hof fahren. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Hofeinfahrt wir am besten nehmen. Ah, nehmen wir ruhig Hofeinfahrt Ost. Da verdeihen. So, Abfahrt. Gucken wir, ob er jetzt auch richtig fährt. Zum Glück ist die Ausfahrt gleich hier vorne. Jetzt müssen wir mal gucken. BD-Mühle, ne? Ja, passt. 98%. Wir haben jetzt noch fast 19.000 Liter. Vielleicht haben wir Glück. Und da kommen noch ein paar Euros rum. Ja, und dann die Frage an euch, was machen wir mit den 100.000? Eine Idee wäre natürlich, sich einen eigenen Grubber zu kaufen. Ich habe da auch gerade schon mal bei mir in meine Liste reingeguckt, was ich denn mir hier so Schönes noch mit eingefärbt habe. Wo sind sie denn? Anbaugeräte? Nee. Sonstiges? Irgendwo, genau. Entweder einen Prolander 7500 mit 7,5 Meter Arbeitsbreite oder die etwas größere Lemken mit 8,4 Meter. 900, also 0,9 Meter mehr Arbeitsbreite, dafür aber auch gleich mal 30.000 Euro mehr. Ja, 15 km/h, beide haben nur 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Hm, fehlt mir aber auch noch ein Trecker zu. Trecker und ein Anhänger. Zweiter wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Okay, er fährt wirklich abliefern. Gut.
Dann werden wir jetzt mal das Schneidwerk auf den Wagen packen und dann, ja, mal gucken, wo die nächste Tanke ist. Und vor allem muss ich dann auch mal gucken, wie ich das mit dem Reparieren mache. Ich glaube, ich werde mir den Reparaturtrigger, den wir auch auf der Rostock schön haben, werde ich mir irgendwo auf dem Hof platzieren. Zack, einmal drauf damit. Weil sonst wird reparieren, in die Werkstatt fahren, rückwärts mit Schneidwerkswagen. Oh je, meine. Dinge, die man nicht so gerne macht. Ja, und das ist auch so etwas, was ich im LS22 hasse, was im 19er so gar nicht gab. Ja, dass sich hier so eine Deichsel einfach mal bewegt. Und einfach mal dreht. Ich glaube, irgendwo da. Ja, siehst du? Und sie bewegt sich weiter und weiter und weiter. Ja, und schon kommt man nicht mehr ran. Es ist nervig. Ja, Hauptsache Giants baut neue Bugs ein. Anstatt erstmal vorhandene Bugs zu beseitigen. Nein, machen wir nicht. Wir bauen lieber neue Bugs ein. Ist viel schöner. Ach, spannend, spannend, spannend. Hier, ich hab gar keine Chance, da überhaupt ranzukommen. Nicht, dass ich da irgendwie gegenfahre oder sonst irgendwas. Nein. Jetzt. Ah, ein Glück. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo denn hier die nächste Tanke überhaupt ist. Wir sind auf 74. Nee. Doch, 74. Heißt, nächste Tanke ist eigentlich tatsächlich auf dem Hof. Fährt er hier hin? Achso, zum Bühle, okay. Na, dann können wir ja auch mit ihm hier zur Einfahrt Ost. Können wir auf dem Hof tanken. Nein, Kollege, fahr mal bitte hier lang. So, geht schon. Ja, ja, fahre tanken. Ja, das ist schön, dass er tanken fährt, obwohl er ja sowieso zum Tanken fährt. Also, ja. Bin ich mal gespannt, wo er tanken fährt. Er brauche noch locker 4 Minuten zum Abladen. Ja, denn er muss hier einmal zack, 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 einmal ganz quer rum. Deswegen, zweiter Abfahrer wäre schon gar nicht so verkehrt. So, können wir zumachen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Oh, das ist schön. Er erkennt leider nicht die Hoftanke, sondern er möchte zu einer öffentlichen Tankstelle fahren. Hm. Na, lass mich doch mal dahin springen. Halt, falsche Ansicht. So, und zwar haben wir hier eine Tanke. Aber ist leer. Hm, okay. Heißt, müssten wir erst auffüllen. 70.000 Liter, 3.850 Euro. Komm. Für den Preis können wir das mal hier auffüllen. So, wo sind wir jetzt hier an welcher Stelle? Komm, da können wir jetzt auch gleich selber hinfahren. Weil das macht keinen Sinn, dass der jetzt hier nochmal über die halbe Karte fährt. Blinklichter, ein bisschen Licht. So. Und ein schöner großer Bogen, dass wir hier auch ja rumkommen. Lenken. Nur nicht hängen bleiben. Heißt aber, da AD das nicht erkannt hat, dass er hier tanken kann, ist der Tankträger leider nicht ganz korrekt definiert. Schade. Vor allem muss ich dann mal gucken. Kann man in der Werkstatt wenigstens noch einen Kärcher stehen? Nö. In der Werkstatt steht auch keiner. Und
wir denn hier überhaupt irgendwo einen Kärcher stehen? Ach, hier. Ja, das ist ja ein etwas bescheidener Platz, um einen Kärcher abzustellen, neben dem Schweinestall. So, vollgetankt. Dann stellen wir den jetzt erstmal hier beiseite. So, Motor aus, Licht aus, Blinker aus. So, anderthalb Minuten noch. Aber kann ich den... Würde es ja aber eigentlich eher Sinn machen, wenn ich an die Hofeinfahrt und vielleicht neben die Zapfsäule einen Kärcher hinstelle. Das heißt, tanken und gleich mal abspritzen. Würde vielleicht Sinn machen. Bauen. Oh, jetzt war es wieder. Mal gucken. Da ist mein Werkstatttrigger. Wieso noch ran da? Muss mal aufpassen, dass das nicht auch noch in der Luft schwebt. Ne? Man sieht's. Zwischendurch hüpft er hier in die Luft. Also diese Bauansicht ist manchmal extremst nervig. Freier Modus. So. So. Und dann stellen wir da auch noch einen Kärcher hin. Was ist das denn hier? Hofpack 152.000 Werkstatt. Oh ja, nee, ich will keine komplette Werkstatthalle. Könnt ihr noch selber Blitzer platzieren? Nee. So, einmal drehen. Wo ist denn? Da. Überlapp mit einem anderen Objekt. Ja, ist klar. So. Ja, und das ist das, was ich vermutet habe. Jetzt schwebt der Trigger hier in der Luft. Toll. $500 haben wir noch wieder gekriegt. Ist ja super. Ja, und hier geht er dann dementsprechend schon wieder hoch. Ja, ich kann die Ansicht, aber man kann auch nicht runter. Das ist nervig. So, jetzt vielleicht? Ja, passt. So, schicken wir die mal zum Hof. Beziehungsweise gucken, ob er da überhaupt hinkommt. Wenn nicht, muss ich mir da tatsächlich noch einen Zielpunkt machen. Hof, Tankstelle. Nein, 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 nein. Nicht da lang fahren. Dann bitte hier lang. So, hat er jetzt abgeladen? Jawohl, der hat abgeladen. So, dann schicken wir den, ja doch, erstmal zur Hofeinfahrt Ost. So, und dann gucken wir mal. Können wir den Auftrag auch noch abschließen. Katsching, noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Ja, und dann schließen wir mit 122.000 Euro den heutigen Tag quasi ab. 374.000 Euro haben wir Minus gemacht, klar. Das ist aber hauptsächlich hier der Landkauf. Baukosten hatten wir jetzt gerade auch noch ein paar Euro. Die 500 Euro ist jetzt egal für das Abreißen. Aber ja, ich denke, das war schon mal so ein ganz erfolgreicher Tag. Der erste Ingame-Tag auf jeden Fall. Ne, wir haben, warte mal, gemacht 56.710 Euro für Lohndienstleistungen, also Aufträge, und nochmal 15.500
aus dem Verkauf der überschüssigen Ernte. Ja, und dann würde ich sagen, ja, ich schicke den jetzt noch zurück zum Hof. Werde mal gucken, dass ich die jetzt noch dementsprechend tanke und repariere. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge auf den zweiten Tag wechseln und dann auf den zweiten Tag auch vorspulen. Und ich bin mal gespannt, was dann auf Betriebskosten für mich auf uns zukommen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.